MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, Zeit vorspulen. Wir sind 10. Das heißt, wir starten leider als 20. Aber ich glaube, bei dem Gemenge am Anfang werden wir gut Plätze machen. So, wir sind 10. geworden. Alle freuen sich. Wäre der 18. oder besser? Das haben wir erreicht. Ich glaube, 18. wäre auch schwer geworden. Wir sind mittlerweile relativ dran gewöhnt, gute Plätze zu machen. Was heißt gute Plätze? Also, es war jetzt unser erstes Mal, dass wir einen guten Platz hatten. Und jetzt shift es natürlich ohne Ende, ne? Man guckt sich das Scheißwetter an. Ah, es geht, ne? Also Kackwetter haben wir auf jeden Fall nicht. Die richtige Strategie kann den entscheidenden Unterschied machen. Okay. Hier erhältst du Informationen zur Spritmenge in deinem Auto, zu den verbleibenden Reifensätzen und deren... Kennt wir doch alles. Außerdem kannst du hier die Reifenstrategie vor dem Rennen ändern. Dann gehen wir in die Reifenstrategie. Vorsichtig, bei einem normalen Benzin zusätzlichen Sprit unterwegs, dadurch wird das Auto schwerer. Wir können aber länger draußen bleiben. Dann bleiben wir lieber eine Runde länger draußen. So. Und gucken, ob das klappt. Bei diesen wechselhaften Bedingungen würde ich zu den Intermediates raten. Okay, dann machen wir das auch. So, ich hoffe einfach, dass das funktioniert und dass wir eine Runde länger draußen bleiben können. Ich werde jetzt direkt vorm Start auf mageres Gemisch machen. Oder sollen wir da eher hartes machen? Also fettiges. Boah, noch nie in der Ansicht im Regen gefahren, ne? Ah, Vettel ist Erster. Wir sind 20. leider. Unser Teamkollege ist 21. Das ist super. Los geht's, würde ich sagen, ne? Holla, die Waldfee, es ist rutschig, Leute. Wir haben eine Verwarnung bekommen. Boah, ist das schwer. Das sind ganz andere Rennbedingungen als vorher. So. So, temperaturenmäßig ist alles im grünen Bereich. Lass ihn doch nicht vorbei. Ah, Glück gehabt. Der Wetterbericht sagt starken Regen in etwa 15 Minuten voraus. Ah, Entschuldigung.
habe ich mich wirklich vertan mit Bremse und Gas gerade. Das ist nicht gut. Habe ich den jetzt eingestellt gehabt? Ja, genau. Boah, ist das am Klatschen. Ist das schön. Vernier ist direkt hinter dir. Ja, und jetzt vor mir. Ne, da konnte ich gerade nicht mehr die Kontrolle halten. Keine Ahnung. Also das Rutschverhältnis von meinem Fahrzeug ist so krass. Ich hoffe, dass ich durch meine Strategie ein bisschen Plätze gut machen kann. Aber ich bin mir da noch nicht sicher, ne? Okay, DRS ist jetzt wegen der Regenreifen deaktiviert. Na toll. Die kommen auf jeden Fall besser weg da vorne, ne? Kommt mir das nur so vor, oder ist das so? Ah, Entschuldigung. Das Problem ist, ich komme mit dieser Nässe überhaupt nicht zurecht. Eine Herausforderung, so gesehen. Ist auf jeden Fall lustig, dass DRS aus ist. KERS funktioniert weiterhin. Wow, weggerutscht komplett. Wir kommen langsam was näher. So, wir sind 12. Zwölfter ist für mich ein Wert, wo ich sage, es klingt gut. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als ob das Wetter schlechter wird. Starker Regen in etwa 10 Minuten. Okay. Das steht aber nicht fest, ne?
So. Du hast dich auf Position 12 geschoben. Boxenstopp. Boxenstopp, diese Runde. Okay. Dann werden wir jetzt gucken, dass wir ein bisschen mehr Gas geben. Dein Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Wir werden jetzt gucken, dass wir auf Regenreifen umschalten. Regenreifen. Regenreifen beim nächsten Stopp. Ich glaube, die Verhältnisse werden ja schlechter. Also sollten wir uns dem auch anpassen. Wow! Boah! Fuck! Ferrari bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus. Holla, die Waldfee. Vergiss nicht, an die Box zu kommen. Überholen. Ist gar nicht so einfach, ja? Okay, so, wir wechseln nun auf Regenreifen, auf die Hoffnung, dass es uns hilft. Wir sind tatsächlich immer noch Zwölfter. Los geht's. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Aber die Reifen müssen noch auf Temperatur kommen. Auch die kriege ich schnell auf Temperatur. Die lasse ich ein bisschen durchdrehen, dann geht's. Du bist vermutlich auf den falschen Reifen unterwegs. Intermediates müssten für die aktuellen Streckenbedingungen ideal sein. Ja, bleib locker. Ja, die Reifen sind total kacke. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Entschuldigung. Aber das ist natürlich jetzt total kacke, ne? Ich hab gedacht... Oh. Die Spritmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Ich sehe in dem Regen nichts. Ich mach das nicht extra. Ich habe den Fehler gemacht, auf die Regenreifen zu wechseln. Ich dachte, es ist ja gemeldet, dass der Regen stärker wird. Aber dem scheint nicht so. Du bekommst Intermediate. Ach du Scheiße. Mit den Reifen rutschen wir nur. Schade. Ich hab's mir selbst verkackt. Sieht aus, als würde sich das Wetter in den nächsten Minuten verschlechtern. Holla, die Waldfee. Die ganze Zeit Wheelspin.
Intermediate. Ziemlich gute Zeiten hin. Du solltest jetzt auch wechseln. Die sind lustig. Die Telemetriedaten weisen auf optimale Reifentemperaturen hin. Ah, die sind... Ich muss gleich ja eh nochmal in die Box. Und ich hoffe... Ah, das, die Reifen sind doch kacke, Mann. Darüber rege ich mich jetzt ordentlich auf. Wow. Das ist so heftig. Das ist echt nicht mehr schön. Gemisch 2, Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Wir nehmen mageres, sparen dafür ein bisschen Sprit und können Richtung Ende ein bisschen durchziehen, meiner Meinung nach. Ach komm, wir machen mal das, was er sagt. Komm. Wir jetzt mal gucken. Du solltest beim nächsten Boxenstopp auf Intermediates wechseln. Mit deinen aktuellen Reifen hast du bei diesen Bedingungen nicht genug Grip. Ach. Meint er jetzt, ich habe das noch nicht gemerkt? Boah, ich sehe nichts. Wartet ab, ich wechsle gleich auf Intermediate. Nächste Runde, ja, 9. Runde, haben wir ja angegeben. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen 15 Sekunden. Oh, das war schön zu wissen. Ja, mit den Reifen haben wir gar keine Chance. Naja. Was ist denn mit Hamilton passiert? Ich sehe gerade, dass wir Letzter sind. Trotz, dass wir da im Kies gerade gelandet sind, ist die Zeit immer noch besser. Als die davor, scheiße. Naja, warum auch nicht? Man kann im Leben nicht alles haben, würde ich sagen. Wunderbar. Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Bestimmt nicht. Holla, die Waldfee. Ich gebe jetzt wirklich schon vorsichtig Gas, ne? Das muss man mal sagen. Ja, das ist richtig heftig. Ich bin froh, dass Automatik geschalten wird. Sonst hätte ich nicht mit dem Regen zu kämpfen, sondern mit der Schaltung wahrscheinlich. Nur was mich ankotzt, ist, dass wir 21. sind. Das ist echt... Das ist traurig. Auch nämlich alle klagen über die Streckenverhältnisse. Bleib voll konzentriert. Wir sind bereit. Komm jetzt an die Box. Leco mio, hä? Wie ich Regen hasse. Wir müssen weiter pushen, wenn wir die Lücke zu deinem Vordermann schließen wollen. Lol. Zurzeit beträgt sie 12 Sekunden. Oh.
Habt ihr gehört? Das sind nur 12 Sekunden. Wir haben 3 Sekunden gut gemacht. Wahrscheinlich war er in der Box, aber das muss ja keiner wissen. Mann, 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 ist das schwer. Vor allen Dingen geht das in die Knochen, hä? Kriegst du Rücken von. Kriegst du Rücken, kriegst du Füße, kriegst du alles. So, und hoffentlich sind diese Reifen gut. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Ah, das ist der Erstplatzierte. Wir sollten vielleicht ein magereres Benzingemisch wählen, damit wir am Ende des Rennens noch genug Sprit haben. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Bedingungen sind miserabel. Hol dir Regenreifen, wenn du sie brauchst. Ist das jetzt ein Witz, was der gerade gesagt hat? Ich hoffe jetzt nicht. Ich glaube, meine Überlegung selber war gar nicht so schlecht. Ich habe sie nur zu früh eingesetzt. Na, obwohl, vielleicht können wir was mit dem Driften rausholen. Der arme Motor. Oh, der Motor ist... Ach, das Fahrzeug ist geil. Also, ich bin zufrieden mit der Technik und alles, ne? Aber würde es nicht regnen, hätten wir, glaube ich, einen guten Platz belegt. Das ist einfach mal so dahergesagt. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Wie soll es überholen? Wenn es langsamer fährt als ich, kann ich doch nichts dafür. Mann, 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 Mann hier. Ich hoffe, im Laufe des Let's Plays wird sich das noch deutlich verbessern. Alle wechseln jetzt auf Regenreifen. Nee, die vier Runden, drei Runden. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Warum? Boxenstopp diese Runde. Wofür? Ist da alles in Ordnung? Einige Fahrer sind jetzt auf Regenreifen unterwegs. Vielleicht musst du auch bald wechseln. Jetzt soll ich wieder von meinen von meinen. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Van der Garde liegt ungefähr 30 Sekunden vor dir. 30 Sekunden vor dir. Das ist natürlich klasse, oder? Also 30 Sekunden ist wirklich nicht schlecht. Nochmal einen Boxenstopp machen. Boxenstopp. Intermediates beim nächsten Stopp. Intermediates. Nein. Regen. Okay, Regenreifen beim nächsten Stopp. Boah, das ist so rutschen. Das ist nichts anderes mehr. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Du solltest
Gummigemisch wählen, damit uns nicht am Ende des Rennens der Sprit ausgeht. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Macht ihr mal. Ich fahr das Rennen hier noch zu Ende und das war's hier. Für mich erstmal. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder... Ah, egal. Mann. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Das interessiert mich ein Scheiß. Müssen die halt gucken, dass ich nicht, dass sie mir nicht im Weg sind, ne? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das glaubt kein Mensch. Bremsen und Reifentemperatur sind optimal. Optimale Temperaturen. Man muss, glaube ich, zwischendurch mal lernen, mit dem Benzin ein bisschen umzugehen. Ich nehme lieber Mager, bevor wir gar nicht ans Ziel kommen. Wären wir direkt auf den Regenreifen rausgekommen, hätten wir wahrscheinlich noch gleich einen Platz gut gemacht. Natürlich lustig, dass die Anzeige mir natürlich sagt, hör mal, du hast zu wenig Sprit. Aber schön. Bring das Auto heil rein. Es sind nur noch wenige Mann. Jules wird heute nicht ins Ziel kommen. Er hat das Auto abgestellt. Oh. Natürlich cool, ne? Sind wir nicht mehr 21. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Ganze Kurve gedriftet, geil. Es ist auf jeden Fall sehr schwer im Regen zu fahren. Glückwunsch an Mark Webber. Der verdiente Sieg geht an ihn. Ist das schön, alle überholen zu lassen. Naja, schade drum. Unser Kollege ist 21. geworden. Auch nicht schlecht. Er ist ausgeschieden, glaube ich. Disqualifikation, ja. Konnte das Rennen leider nicht fortsetzen. Oh Mann. Wir sind irgendwo ganz unten, ne? Platz 19, ja. Oh wei. Das darf man keinem zeigen, hä?
Okay, Leute, das Rennen ging in die Hose. Vielleicht wird nächstes Rennen besser. Wer weiß das schon. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Rennen wieder. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski.